Zuschauer und einen wunderschönen guten Abend hier im All In. Recht herzlich willkommen zum Showcase von Grease im Namen von LS Konzerte und auch im Namen von mir, Johanna Setzer. Einen wunderschönen guten Abend. Freut mich sehr, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Tja, Grease, ich glaube, da hat jeder eine Geschichte dazu. Jeder hat bei der einen oder anderen Party viele, viele Songs schon aus Grease mitsingen können. Und viele oder auch nur die meisten Fans wissen, dass Grease eigentlich 1969 entstanden ist. Und wenn ich mir so anschaue, wer da aller Bier trinkt, freue ich mich, wie es euch so heute noch ein paar Bierchen geben wird und welche kreativen Geschichten da entstehen werden. Denn Grease ist wirklich in einer wahren Bierseligkeit entstanden. Da sind zwei Freunde eben 1969 zusammengesessen, zuerst bei zwei Bier, haben über die Teenagerzeit, die Jugendzeit, über Rock'n'Roll sinniert. Und ein paar Bierchen später war dann klar, aus diesem Stoff sollte irgendwann mal ein Musical werden. 1972 war es dann auch wirklich soweit. Da dann die große Premiere in New York von Grease mit einer Menge, Menge Hits. Und eins ist auf jeden Fall auch klar, Grease ist das am längsten laufende Broadway-Musical aller Zeiten. 3.388 Vorstellungen gab es und über 7 Jahre lang ist es gelaufen. 1978 dann der große Film John Travolta und Olivia Newton-John. Ein Mega-Erfolg. Eigentlich der erfolgreichste Musical-Film aller Zeiten. Und jetzt, 40 Jahre später, sitzen wir hier alle gemeinsam im All-In und können uns auf 2012 freuen. Denn 2012 wird Grease in Österreich zu Gast sein, ganze 3 Wochen lang allein nur in Wien. Und einen kleinen Vorgeschmack auf Grease, das was sie 2012 erwarten wird, das können wir Ihnen jetzt vorab schon mal liefern. Ich darf Sie an dieser Stelle mal um einen riesengroßen Applaus bitten. Einerseits bei uns heute Abend Jim Lenny, der Producer. Und aus Grease am Piano mit den beiden. Herzlich willkommen, Musical Supervisor Ollie Ashmore. Und wenn das schon alles an Applaus war, dann glaube ich, werden Sie jetzt nicht auftreten. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch mehr an Applaus und auch Gepfeife drinnen. Begrüßen Sie mit mir 3 der Stars aus Grease. Allen voran als Sandy, Joanna, Fee Würz. Schönen guten Abend. Als Sandy, Lars Edlich. Jetzt gleich mal hier zu kochen. Freuen Sie sich alle gemeinsam mit mir auf die Stars aus Grease. Viel Spaß! My eyes are not the first to cry.
Stranded at the drive-in. Randy is a fool. What will they say? Monday at school.
wenn wir das Mikro kurz ausbauen, weil ihr wart fantastisch. You're the one that we want. Ab 2012 im Frühjahr endlich in Wien zu Gast. Ab dem 6. März 2012 geht's los. 3 Wochen lang allein nur in Wien. Nur eine der Darstellerinnen, die bei der Premiere am 6. März dabei sein wird, fehlt jetzt hier. Ihr habt sie vielleicht schon alle draußen gesehen. Es ist eine Dame, die ein besonderes sexy Petticoat-Kleid anhat. Bitte begrüßt jetzt mit mir, wenn es gleich aufklärt, warum sie dabei ist, Nina Barbie Bruckner. Guten Abend. Hallo Nina. Großer Grease-Fan oder weswegen hast du dich heute so in Schale geworfen? Ja, ich bin natürlich ein großer Grease-Fan und das Kleid wurde direkt für mich maßgeschneidert und passt mir angepasst und es gefällt mir unheimlich gut. Wie gefällt es den Herren? Ja, das glaube ich auch, absolut. Am 6. März wirst du auch deinen großen Auftritt bei Grease haben. Jetzt sollen sich viele denken, was macht Nina Barbie Bruckner genau da? Ja, also ich spiele eine kurze Nebenrolle und zwar ich spiele die ganz strenge Lehrerin, die die bösen Jungs erwischt, wenn sie, also wie sie gerade über mich aushauen oder auf jeden Fall muss ich sie so richtig zuscheißen. Und wurde mir so gesagt. Und ich habe nur 4 Sätze zum Sagen und das kriegst du hin, aber du hast Kinder, deswegen weißt du, wie sie wahrscheinlich ist, mit ein bisschen streng sein, gell? Genau, also das ist auf jeden Fall für mich keine schwere Rolle, streng zu sein. Die 4 Sätze, die werden wir bisher noch gut hinkriegen. Viele denken ja auch, du wirst wahrscheinlich auch singen da, weil du ja natürlich auch schon ein paar Songs aufgenommen hast. Wie steht es darum? Singen muss ich nicht, wie gesagt, ich habe nur 4 Sätze und die muss ich sprechen. Daniela Katzenberger hat übrigens in Deutschland bei Grease diesen Auftritt übernommen. Ich bin mir sicher, du kriegst das noch besser hin. Am 6. März mit dabei, 2012, eben bei der Grease-Premiere in Wien. Ich glaube, es ist jetzt schon mal ein nettes Weihnachtsgeschenk, falls Sie einen oder anderen Verwandten mit Grease-Tickets belohnen wollen. Du bist gerade super Stress in der Vorweihnachtszeit, oder geht's? Naja, schon einiges zum Tun, aber... Sag nicht, dass du schon alle Geschenke beieinander. Nein, das noch nicht. Da habe ich Gott sei Dank noch Hoffnung, nämlich auch nicht. Danke dir, Nina. Ich wünsche dir heute einen wunderschönen Abend und ich freue mich auf deinen Auftritt bei Grease. Dein Applaus. Ja, die Konzerttermine, weil das Kultmusical Grease in Wien und natürlich auch in den anderen Bundesländern zu sehen sein wird, gibt es unter anderem auf www.lskonzerte.at. Ich wünsche euch noch einen genialen Abend. Machen wir noch ein schönes Abschiedsfoto hier. Bin schon aus dem Weg. Danke fürs Kommen. Nochmal ein großer Applaus für die Hauptdarsteller aus Grease. Und ich darf jetzt schon abgeben an DJ Cozy Famous, der uns den Abend noch versüßen wird. Und apropos Süßes und Bekanntes, das Buffet ist eröffnet. Schönen Abend. Okay.